Hey, schön, dass du eingeschaltet hast. Heute gibt es von mir einen Action-Make-Up-Haul. Ich habe nämlich wirklich einige coole Produkte dort gefunden und die möchte ich euch heute mal zeigen. Deshalb seid gespannt und ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß bei meinem Video. Ich starte direkt mit dem ersten Produkt und das gefällt mir schon richtig gut. Und zwar ist es eine Lidschattenpalette. Man muss ehrlich sagen, die Action Lidschattenpaletten haben es wirklich in sich und sind super günstig. Deswegen, die kaufe ich dort total gerne. Und zwar ist es so ein Campingwagen, richtig süß, in so rosa und pink. Und ich würde sagen, damit schminken wir doch gleich mal sogar einen schnellen Look, weil ich habe tatsächlich extra noch keinen Lidschatten drauf gemacht und deswegen werde ich das jetzt mal tun. Ich starte jetzt erstmal mit der Farbe Glamping Time. Und ich würde sagen, ich nenne euch die Preise auch mal gleich mit dazu. Die Lidschattenpalette hat einfach, hört zu, 2,99 Euro gekostet. Ich finde das so unfassbar krass. Und schaut euch mal den Farbton jetzt an. Und ich bin noch nicht fertig, da bin ich wirklich nur ganz kurz drüber gegangen. Und er gefällt mir jetzt schon richtig gut, Leute. Ah, es ist immer so geil bei Action, muss man einfach mal sagen. Ich muss sagen, dass mir die Farbe hiervon auch echt gut gefällt. Die ist mal ein bisschen gewagter. Und ich würde sagen, auch mal nicht so eine Standardfarbe. Also ich finde die echt cool. Und ich habe mich jetzt noch für die Lidschattenfarbe Glam Fire entschieden. Und ganz zum Schluss gehe ich jetzt noch in den Farbton Beauty Sleep und den setze ich mir jetzt eigentlich nur noch mal in die Innenseite vom Augenwinkel. So, und das ist schon der fertige Lidschatten-Look für 2,99 Euro. Natürlich sind ja noch ganz viele andere coole Farben dabei, die ich auf jeden Fall auch ausprobieren werde. Und ich finde die Palette richtig cool. Ich habe mir auch noch zwei coole Lip Liner geholt. Die sind von Max & More und einmal habe ich mir so einen roten mitgebracht für die Weihnachtszeit und noch einmal diesen hier für den heutigen Look, den ich noch ein bisschen mitschminken werde. Der Lip Liner ist in der Farbe Rusty Rose. Also die Farbe ist auch wirklich super schön und der kostet auch unter 1 Euro. Also ich glaube um die 95 Cent hat der nur gekostet. Und den tragen wir doch gleich auch mal auf. Damit habe ich jetzt erstmal meine Lippen so ein bisschen umrandet. Die Farbe finde ich auch sehr passend, gerade auch sogar zu den Lidschattenfarben. Und dann natürlich noch der rote Lip Liner. Der ist in der Farbe Hot Kiss. Und so sieht die Farbe von dem roten Lip Liner aus. Es geht weiter mit Beauty Blendern. Und zwar nicht gerade wenigen. Ich muss sagen, ich finde es geil. Ich finde es wirklich, wirklich geil. Und zwar ist das so eine riesen Verpackung, nur mit Beautyblendern. Und wer mich schon ein bisschen länger guckt, weiß, dass ich da nicht ganz normal bin. Ich übertreibe es immer richtig mit Beautyblendern. Also ich will gar nicht zählen, wie viele ich mittlerweile zu Hause habe. Und ich muss sagen, ich finde die Farben auch so süß. Einmal dieses Neon-Orange, dann dieses knallige Pink und noch diese knallgelben Beautyblender. Also ich finde diesen Mix richtig cool. Und das sind auch alles unterschiedliche Größen. Vor allem, man muss einfach wieder sagen, da sind insgesamt 18 Beautyblender drin und das Ganze kostet 6,95 Euro. Also das kann man auf jeden Fall mal machen. Dann geht es weiter mit einem matten Lippenstift. Der ist in der Farbe Creme Brûlée. Also ich muss sagen, auch wieder ein sehr, sehr schöner Farbton für einen Lippenstift. Und den werde ich jetzt über meinen Lip Liner auftragen. Okay, und so sieht das Ganze jetzt aufgetragen aus. Der Lippenstift hier hat auch nur 1 Euro gekostet. Dann habe ich auch noch was richtig Cooles gefunden. Und zwar ein Eyebrow Shaping Set. Und da sind ganz viele Sachen dabei, um seine Augenbrauen wieder richtig in Form zu bekommen. Dabei ist einmal eine Pinzette. Dann ist hier noch so ein Augenbrauenbürstchen dabei. So sieht das Ganze aus. Dann ist hier noch eine Augenbrauenschere dabei. So sieht die aus. Ich muss sagen, ich hatte sowas noch nie. Ich hoffe, ich versaue mir meine Augenbrauen auch nicht damit. Aber das werde ich, denke ich, auch mal austesten. Aber das war es noch nicht, Leute. Hier ist nämlich einmal noch ein Augenbrauenrasierer dabei. Und hier ist auch nochmal sowas dabei. Damit kann man dann zum Beispiel so unter der Augenbraue drüber gehen und sich diese einzelnen Härchen wegrasieren. Und ich finde es echt cool. Das ganze Augenbrauen-Set hat einfach nur 1,69 Euro gekostet. Was ich mir auch noch geholt habe, ist einmal so ein Lippenöl. Ich finde nämlich, dass man im Winter immer sehr trockene Lippen bekommt und deswegen fand ich das sehr praktisch. Das Lippenöl lässt sich wirklich sehr schön auftragen, hat einen angenehmen Duft nach Rose und fühlt sich auch sehr geschmeidig auf den Lippen an. Das Lip Oil hat auch nur 98 Cent gekostet und ich würde es mir auf jeden Fall wieder mitnehmen, wenn ich dort bin. Und dann geht es auch schon zum nächsten Produkt weiter, auf das ich auch sehr gespannt bin. Und zwar ist das ein pudriger Lidschatten in einer total coolen goldenen Farbe.
Also ich weiß jetzt auch nicht ganz, was so auf mich zukommt. Der ist sogar von L'Oreal. Das ist natürlich auch hier wieder ein Lidschatten, den ich gekauft habe. Ich denke, hier drauf sollte nicht noch mehr Leute. Deshalb werde ich euch das jetzt einfach mal wieder swatchen. Also, ich finde die Farbe richtig schön. Ich kann mir das gerade echt gut vorstellen, wenn man sich irgendwie so braunen Lidschatten leicht aufträgt und das dann hier drüber macht. Ich glaube, das könnte echt heftig aussehen. Also ein sehr schönes Produkt, meiner Meinung nach. Also ich denke, damit kann man einen echt schönen Lidschattenlook schminken. Und das Ganze hat wieder mal nur 1,39 Euro gekostet. Jetzt komme ich schon zu dem allerletzten Produkt, was ich mir gekauft habe und euch heute zeigen werde. Und zwar ist es wieder eine neue Lidschattenpalette. Ich weiß nicht, aber nichts fesselt mich im Action so sehr wie diese Lidschattenpaletten. Ich hatte mir nämlich schon mal so eine ähnliche gekauft und Leute, ihr wisst nicht, wie oft die im Gebrauch bei mir zu Hause ist. Das ist so krass. Die Farben sind nämlich einfach unfassbar schön, wirklich. Und super pigmentiert. Also ich finde, glaube ich, nichts so schön im Action wie diese Lidschattenpaletten. Ich zeige euch auch, würde ich mal sagen, die Farben jetzt mal. Also wirklich richtig tolle Farben dabei. Gerade für Anfänger ist so eine Palette halt auch richtig cool. Hier oben ist nämlich nochmal so eine kleine Anleitung dabei, wie ihr damit am besten euer Auge schminken könnt. Das finde ich auch irgendwie cool gemacht. Generell kann man natürlich hier wieder sagen, viele schöne Brauntöne, viele Glitzertöne. Das brauche ich zumindest immer dabei. Und ich finde die Farbkombi einfach richtig gut. Weil, ich weiß nicht, ob ihr das auch kennt, aber manchmal sehe ich so Lidschattenpaletten und denke mir so, boah, da sind eigentlich schöne Farben dabei, aber wenige schöne. Also manchmal findet man echt nur so eine Lidschattenpalette, drei Farben mag man und die restlichen 8, 9 irgendwie gar nicht. Und dann denke ich mir immer, okay, nee, die nimmst du dir jetzt nicht mit, weil du den Rest von den ganzen Farben ja überhaupt gar nicht gebrauchen kannst. Und das finde ich ist so krass bei diesen Paletten, weil ich finde jede Farbe schön. Wirklich, jede einzelne Farbe sieht einfach schön aus. Und deswegen musste die hier auch auf jeden Fall noch mitkommen. 18 Lidschattenfarben sind da drin und das Ganze kostet einfach 4,75 Euro. Das war's dann auch schon mit meinem Video. Vielen lieben Dank, dass du eingeschaltet hast. Schreib mir doch gerne mal unten in die Kommentare, welches Produkt dir am besten gefallen hat. Ansonsten wünsche ich dir noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Video. Ciao!